Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier in Martinez. Wir haben 10:30, ich bin am Überlegen, den Lieutenant jetzt schon wegzuschicken, kann mich aber noch nicht dazu durchringen irgendwie. Ich gucke nochmal ganz kurz ins Journal. Was kann ich denn mittlerweile wieder machen? Ich kann Joyce Messier wieder ansprechen mit dem Konzeptbildung unmöglich. Und ich kann André nochmal ansprechen, den Drogenjunkie. Oh, was haben wir denn hier noch? Geschützte Tür? Was haben wir denn hier für eine geschützte Tür? Kann ich hier nicht reinzoomen? Das ist völlig... Was meint er denn hier mit geschützter Tür? Auf der Seite vor allem. Vom Gebäude. Ich habe keine Ahnung, was der hier meint. Schädelmesser. Die Hantel hochheben. Nee, das will ich auf gar keinen Fall probieren. Lillian, die Netzflickerin. Heroisch. Konnte ich die nicht irgendwie anbaggern oder so? Das finde ich, will ich ja gar nicht. Titus Hardy ist auch wieder möglich. Was? Logik unmöglich. Kartenwand herausfordernd. Mechanik. Mechanik bei der Kartenwand? Konnte ich die Kartenwand wieder befestigen? Interessant. Ach, die geschützte Tür ist innerhalb von dem Buchladen, glaube ich. Okay, was auch immer diese geschützte Tür sein mag. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Probe ist. Na gut. Gehen wir erstmal wieder rüber auf die andere Seite. Um die Punkte zu untersuchen. Dabei komme ich ja sowieso an André vorbei. Ich kann dann nochmal gerade mit der Netzflickerin sprechen, wenn ich schon mal hier bin. Was war das, um mir kurz die Probe nochmal anzuschauen? Langsam lässt der Wellengang nach. Sehen Sie sich doch diese kleinen Biester an. Beruhigt euch. Beruhigt euch, ihr Biester. Warum sind ihr die Wellen so wichtig? Warum sind sie so auf die Wellen fixiert? Warum sind Fische auf Wellen fixiert? Sie neigt den Kopf zur Seite und betrachtet das Meer. Wir müssen uns da draußen aufhalten mit ihnen. Wir fischen dort, verdienen unseren Lebensunterhalt. Deshalb bitte ich sie, mir entgegenzukommen. Aber bis es soweit ist, kann ich versuchen, ihnen so gut es geht zu helfen, fügt sie lächelnd hinzu. Also, was darf sein, Officer? Übrigens, das ist mein Motorwagen, da drüben im Meer. Ich zeige auf den versunkenen Wagen. Ach, sie sieht in die Richtung, in die du gezeigt hast. Gut zu wissen. Warum befindet er sich im Meer? Es war ein Unfall. Tut mir leid. Sie sieht dich an und zuckt mit den Schultern. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie eine Beerdigung veranstalten. Tatsächlich bin ich gerade mit Mordermittlungen beschäftigt. Polizeiangelegenheiten, ich verstehe. Sie nickt. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Oh Gott, nein, ich will mit ihr kein Date. Was machen Sie hier so? Wie gesagt, fische ich meist. Ich segle auf dem Meer, kümmere mich um die Kinder, ich flicke Netze und momentan teere ich ein kleines Boot. Was noch? Ich verkaufe meinen Fang an die Leute im Delta, wo er ihren piekfeinen Restaurants serviert wird. Ich verkaufe meinen Fang an die Leute in Delta. Interessant, sie sagt nicht im, sondern in. Wo er in ihren piekfeinen Restaurants serviert wird. Authentische insulindische Küche. Können Sie davon leben? Manchmal gehe ich auch am Strand entlang, um zu sehen, was das Meer angespült hat. Das Meer ist voller Überraschungen. Jetzt bleib mal professionell, Mann, sonst klingt es noch, als ob du sie anbaggern willst. So etwas nennt man eine Unterhaltung. Du musst jetzt nicht zurückhaltend sein.
Ich hätte nicht gedacht, dass das Meer interessante Sachen an Land spült. Holz, Glasscherben, ab und zu sehen wir Leichen und Kadaver von Menschen, Tieren, Fischen und anderen ungewöhnlichen Meereskreaturen. Einmal wurde eine Mine angespült. Sie sieht zum Strand hinüber und fährt fort. Flaschen und Drogen, überhaupt Fracht. Aber meistens ist es nur Holz und Glas. Aha, jetzt hast du die Qual der Wahl. Du darfst nur eine Frage stellen. Es wäre seltsam, wenn du sie alle stellen würdest. Wähle mit Bedacht. Ich möchte mehr über die Leichen wissen. Eine Mine? Die BMR könnte eine Mine gebrauchen. Wo ist sie? Drogen? Dazu brauche ich mehr Informationen. Drogenfahndung ist mein Spezialgebiet. Ich zeige auf mich selbst. Dieses Dorf sieht übel aus. Warum ziehen sie nicht weg? Okay, es reicht jetzt mit diesem Dorf. Dieses Dorf sieht übel aus. Warum ziehen sie nicht weg? Und wo soll ich hin? Hier gibt es jede Menge Fische und wir bekommen genug Bestellungen, um über die Runden zu kommen. Es ist nicht so toll, aber besser als nichts. Vielleicht an einen Ort, wo es mehr Möglichkeiten gibt. Egal, wo er ist. Die Leute denken immer, dass es eine einfache Lösung wäre, sich etwas Besseres zu suchen. Aber wie soll das funktionieren, wenn man all seine Energie einsetzen muss, um überhaupt am Leben zu bleiben? Da bleibt praktisch nichts übrig, um sich da rauszuboxen. Sie lächelt zaghaft und entfernt Algen aus dem Netz. Ich will mich nicht über mein Leben in Armut beschweren. Hier haben wir es warm und genug zu essen und... Ich weiß auch nicht. Irgendwas hat dieses Drecksloch. Ich suche jemanden. Können Sie mir vielleicht helfen? Mal sehen. Sie neigt ihren Kopf leicht zur Seite. Wen suchen Sie denn? Ich möchte etwas anderes fragen. Interessant, ich dachte, jetzt könnte ich Sie fragen hier nach Ruby. Schade. Wie kann ich Ihnen dann helfen, Officer? Gar nicht, vielen Dank. Gut. Gehen wir nach dort hinten. Sie kennt sich auch mit Geschichte aus. Die könnte ich auch noch den Tätowierungen fragen, eventuell. Sie war doch auch Semenesin, oder? So, versuchen wir es nochmal bei André im Zelt. Mal gucken, ob ich ihn jetzt fragen kann oder ob ich jetzt Würfelglück habe. So, ihr Freaks. Hi again. So, Hi mal wieder. Also, wie läuft's so? Ihm ist die Spannung anzumerken. Seine Haarspitzen sind spitz und weiß. Die Bleiche hat die auf dem Spiegel vor ihm liegende Zahnbürste praktisch komplett zerfressen. Logik göttlich. 42%. Komm schon, Würfelglück, komm. Scheiße! Mann! Dir fällt nichts Außergewöhnliches auf. Wirklich gar nichts. Ich könnte nämlich schwören, dass hier was nicht zusammenpasst. Gesundheit verloren? Was? Wie wäre es, wenn du das Zelt kurz verlässt und tief durchatmest? Die Luft ist hier so verbraucht, dass du keinen klaren Gedanken fassen kannst. Okay. Raus hier. Tja, mein Würfelglück hat mich verlassen. Aber ich putsch mich mal wieder ein bisschen auf hier. Einmal Nosafett und einmal Moral. So. Dann schauen wir doch mal hier hinten. Siehst du die Möwe da oben? Erinnert sie dich an jemanden? An mich? Ganz genau. Warum bin ich wie eine Möwe? Ruf dir die Geschichte der Möwe ins Gedächtnis. Sie handelt von Ausdauer und Anpassung. Einst war die Küste ein Paradies. Die Möwen waren die Vögel dieses Paradieses. Dann hat sich ihr Paradies in eine Scheißstadt verwandelt. Und was haben sie gemacht? Sie sind zu urbanen Überlebenskünstlern geworden. Sie fressen Bürger, die sie in Mülltonnen finden. Sie töten und fressen Tauben. Schluss mit diesem sentimentalen Quatsch.
Sie sind knallharte Geschäftemacher, die ihre Sache durchziehen. Nur eine Trainingshosenbreite trennt sie von Gangstern, so wie dich. Richtig. Überleben um jeden Preis. Ich bin eine Möwe. Steh dazu. Ach, Mann. Klau Hotdogs, scheiß in den Sand, tu alles, was nötig ist, um am Leben zu bleiben. Jetzt hätte ich gerade Gesundheit und Moral zurückbekommen. Ich hätte die beiden Sachen überhaupt nicht nehmen müssen. So eine Scheiße. Das ist ja ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Oh Mann. Ach, hier hinter geht's noch rum. Seht ihr? Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Hier waren wir tatsächlich noch gar nicht. Sehr, sehr interessant. Früher drehten diese rostigen Zahnräder die gesamte Maschine. Die Kette verschwindet im Ozean, wohin sie wohl führt. Aha. Dieses Fass wurde erst vor kurzem entsorgt. Es riecht noch nach Schweröl. Schauen wir mal hier. Tür nicht zu öffnen. Eine alte Tür, der die Elemente zugesetzt haben, wacht über den Eingang zum Versorgungslager. Der Wind hat vor ihr eine Sanddüne angehäuft. Die Tür wurde sehr lange nicht geöffnet. Du siehst eine Klinke. 3%. Was ist das hier überhaupt? Es ist etwas Militärisches, irgendeine Art Versorgungslager. Und was hat es versorgt? Die Waschfrau hat ein Versorgungslager an der Küste erwähnt. Der Lieutenant betrachtet das an eine hockende Kröte erinnernde Betonbauwerk. Ihr zufolge hat es früher dem Zweck gedient, Munition und Fracht über die Bucht zu transportieren. Vielleicht stehen wir gerade davor. Könnte es dazu gedient haben, ein Luftschiff in der Atmosphäre zu versorgen? Oder eine Verteidigungsstellung, zum Beispiel eine Seefestung in der Bucht? Könnte von hier aus der Schuss abgegeben worden sein? Von hier aus bis zum Whirling schießen? Das halte ich für unmöglich. Er blickt nach Südosten und haucht seine Finger an, um sie zu wärmen. Die Kirche ist im Weg. Mechanik. Ich habe keinen Punkt mehr, um Mechanik zu erhöhen, ne? Nee, ich habe leider keinen Punkt mehr. Komm, ich würfel jetzt einfach mal eine 12. Natürlich nicht. Schade. Du rüttelst etwas an der Klinke und wirfst dich dann mit deinem ganzen Gewicht gegen die Tür. Sie bewegt sich kein bisschen. Sie ist nicht nur verschlossen, sie klemmt auch. Boah. Die Tür ist bombenfest verschlossen. Wie kommen wir da rein? Der Lieutenant zuckt mit den Schultern. Wir kommen dort nicht rein. Was meinen Sie? Wir kommen doch praktisch überall rein. Ganz ehrlich, akzeptieren Sie einfach die Tatsache, dass Sie nicht jede Tür öffnen können. Nein, nein, bis jetzt konnten wir jede Tür öffnen. Das ist unser Job. Wir öffnen Türen. Wir sind Polizisten. Das ist unsere Stärke. Selbst Evrad wusste, dass das Teil unseres Modus operandi ist. Na, okay, ich kann damit leben. Was wollen Sie auch sonst machen? Es nicht zu akzeptieren ändert ja doch nichts. Er betrachtet die Tür mit einem betrübten Lächeln. Er denkt sich, nur keine Aufregung. Da drinnen ist niemand. Wenn wir die Tür nicht öffnen können, schafft das auch sonst niemand. Alles klar. Also der Lieutenant hält es von hier für unmöglich. Das ist interessant. Wow, was ist denn hier oben noch? Das haben wir alles noch nicht gesehen. Unter einem Stein versteckte Zigarettenstummel der Marke Tiomotiri. Du machst dir im Geiste eine Notiz. Tiomotiri scheint irgendwie wichtig zu sein. Und unter einem Stein versteckte Stummel. Interessant. Hier hat jemand ein Lagerfeuer gemacht. Vor langer Zeit. Vielleicht vor ungefähr 9 Tagen. Ein verrosteter, defekter Schaltkasten für den Funkturm. Das hat sich gerade gar nicht gut angehört. Die Leiter ist zu verrostet, um sie zu benutzen.
Die Seeluft hat ihr zugesetzt. Dieser Funkturm koordiniert den Schiffsverkehr in der Bucht. Notdürftig. Deutet irgendetwas hier darauf hin, dass ein Scharfschütze diesen Ort als Versteck genutzt haben könnte, um den Schuss abzugeben? Du siehst nichts als Zivilisationsabfall, eine Flasche und einen baufälligen alten Funkturm. Ich kann es mir nicht vorstellen, Lieutenant Doppeljeffrator. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von hier aus schießt und dort drüben etwas trifft. Er blickt nach Osten, hinüber zur Küste, im Whirling in Wrecks. Was ist mit den Zigarettenstummeln? Mit denen hier? Er zeigt auf sie. Ein rauchender Angreifer, der Tiumutiri, Astra oder Druin vorzieht? Zigarettenstummel liegen überall herum. Das ist eine Marke, die viele alte Männer rauchen. Trotzdem hat dieses Detail auf dich wichtig genug gewirkt, um dir eine geistige Notiz zu machen. Das hat irgendetwas zu bedeuten. Anderen Zigarettenstummeln an der Küste hast du keine Beachtung geschenkt. Vielleicht hat der Täter das Lagerfeuer gemacht. Um sich die Hände zu wärmen, bevor er den Abzug gedrückt hat? Vielleicht. Aber dieses Feuer könnte jeder gemacht haben. Um diese Jahreszeit wimmelt es an der Küste von Lagerfeuern. Er sieht sich um. Um ehrlich zu sein, wirkt dieser Ort auf mich wie eine sehr schlechte Wahl, um mit einem Gewehr einen Schuss auf ein 1,2 Kilometer entferntes Ziel abzugeben. Die Sicht ist furchtbar. Überall ist Wasserdampf. Ich denke, wir können B2- ausschließen. Das war doch die Bezeichnung, oder? Vielleicht ist der Angreifer den Funkturm hochgeklettert und hat von dort geschossen. Es ist nicht möglich, diese Leiter hochzuklettern. Und selbst wenn, was hätte man davon? Dort oben gibt es keine Plattform, von der aus man zielen könnte. Der Lieutenant sieht nach oben und klappt seinen Kragen hoch. Ich blicke über das Wasser hinüber zum Whirling in Wrecks. Dort, in 1,2 Kilometern Entfernung auf der anderen Seite des kalten Wassers der Bucht, erkennst du ganz schwach ein winziges Rechteck. Aufgrund der Entfernung und der Luft wirkt es bläulich. Im zweiten Obergeschoss des Whirling in Wrecks brennt in einem Zimmer Licht. Mit einem Fernglas könntest du hinter dem Glas die sich bewegende Gestalt einer jungen Frau mit langen und schlanken Beinen sehen. Ich schließe den Gedanken ab. Es ist also möglich. Ach, krass, der Funkturm. Sieht geil aus. Was haben wir denn hier? Duftender Schal plus eins Schauder minus zwei Körperapparat. Ein duftender Schal. Winzige Fjorde weit draußen, hinter dem Punkt, wo die Pfähle zusammenlaufen. Da kann ich nicht hin. Nun gut, dann würde ich sagen, laufen wir wieder zur Küste zurück. Oh, ich habe einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ich könnte Mechanik mal erhöhen. Dieser leichte Frühlingsschal riecht nach einer Mischung aus Männerparfüm und billigem Waschmittel. Jemand muss ihn vergessen haben, wahrscheinlich bei einer Verabredung. Trag ihn, wenn du dir vormachen willst, dass der Frühling endlich da ist. Plus eins Frühlingserkältung. Minus zwei Allergien. Geil. Stelle fest, woher der Schuss kam. Suche auf der Promenade nach Schussspuren. Suche auf der Insel nach Schussspuren. Wie kommen wir auf die Insel? Bringt Joyce uns rüber zur Insel? Oh, ich will auf diese Insel. Noch neues Terrain. Was haben wir denn hier? Plus eins Rhetorik, minus eins Empathie, weißes Polohemd. Plus eins Körperapparat. Dieses Hemd sieht abgenutzt aus und müffelt etwas. Du fragst dich, wer das wohl in einem Tara-Container zurückgelassen hat. Was für ein Mann muss man überhaupt sein, um ein Polohemd anzuziehen? Das könnte eines der Geheimnisse des Lebens sein, die nie gelüftet werden. Ganz im Ernst, wer trägt Polohemden? Also. Und am besten dazu noch Segelschuhe.
denn hier drüben her? Mittlerweile sind das ganz schön weite Laufstrecken hier, ne? Was haben wir denn hier? Hier waren wir noch gar nicht, oder? Haben wir hier schon mal reingeguckt? Wir können hier reingehen. Waren wir hier schon mal drin? Waren wir ziemlich definitiv noch nicht. Oh, wie süß, ein kleiner Junge sitzt da. Industrielle Kohlepellets verbrennen mit orangenem Schein. Präpariertes Kragenhuhn. Wieso kann ich das mitnehmen? Ich will die doch nicht beklauen hier. Kleine Lilly. Hallo. Ein kleines Mädchen, höchstens 4 oder 5 Jahre alt, sitzt auf dem Sofa. Sie sieht dich unverhohlen neugierig an. In ihren Händen hält sie ein kleines Plüschtier. Hin und wieder wedelt sie damit herum. Bist du Lillians Tochter? Ja, bin ich. Ich bin die kleine Lilly. Sie starrt dich mit ihren großen Augen an. Kennst du meine Mama? Ja, wir haben uns schon kennengelernt. Das ist schön. Meine Mama ist toll, sagt sie und nickt. Sie ist nie wütend oder so. Oh, sind die Zwillinge draußen deine Brüder? Ja. Sie runzelt die Stirn. Die wollen nicht mit mir spielen. Die sind älter als ich und spielen draußen. Plötzlich fängt sie an zu kichern. Die sehen gleich aus. Manchmal weiß ich nicht, wer ist. Sie sind eineiig, nicht wahr? Das habe ich auch gesagt. Sie sind eineiig. Sie verarbeitet das Wort allmählich und kichert dann. Was ist das? Ich zeige auf den ausgestopften Vogel, der von der Decke herabhängt. Ein Kragenhuhn, schreit sie und grinst breit. Vielleicht wäre Gard dir freundlicher gesinnt, wenn du die Skua ersetzt, die du kaputt gemacht hast. Kann ich es haben? Ich kenne da jemanden, der ausgestopfte Vögel sehr mag. Klar, hol's dir einfach. Ich habe es eh nicht gern. Es sieht wütend aus. Super, nimm es dir einfach von der Decke. Was hast du da in der Hand? Das ist Lämmchen. Er ist mein Freund, siehst du? Sie hält das flauschige Tier hoch, um es dir zu zeigen. Lämmchen ist ein Plüschlamm, das zugegebenermaßen schon bessere Zeiten erlebt hat. Eins seiner Knopfaugen fehlt und an mehreren Stellen ist das Fell zerfleddert, aber dadurch werden Kuscheltiere doch überhaupt erst lebendig. Ach so, freut mich, dich kennenzulernen, Lämmchen. Lämmchen mag sonst keine Fremden, aber du bist auch flauschig, wie Lämmchen. Ich bin ziemlich eindeutig flauschig. Tschüss. Tschüss. Die großen, neugierigen Augen des Mädchens verfolgen dich weiter. Na, dann nehmen wir den nochmal mit hier. Ich denke, die Mutter wird das auch nicht so vermissen. So, was haben wir denn hier jetzt geholt? Der leblose Körper eines Kragenhuhns, ausgestopft mit einem unbekannten Material. Aus der Entfernung könnte es mit einem echten Huhn verwechselt werden. Der Vogel an sich sieht aus, als wäre es ihm gerade an den Kragen gegangen und leicht mürrisch. Bringe den ausgestopften Vogel zu Gard. Nun denn. Dann wieder zurück auf unsere Seite des Flusses. Bringen wir den Vogel noch kurz zu Gard, bevor wir weiter nach oben an der Küste entlang gehen. Kann ich Ihnen helfen? Er zieht eine Augenbraue hoch.
Gart, ich habe einen neuen Vogel für Suilin gefunden. Ich gebe ihm das Kragenhuhn. Was soll das denn sein? Der Mann nimmt den ausgestopften Vogel. In Wirklichkeit habe ich die große Skua kaputt gemacht. Ich wollte mich dafür entschuldigen, indem ich Ihnen dieses Kragenhuhn überreiche. Ich hätte wissen sollen, dass Sylvie hier nicht aus Versehen Dinge kaputt macht. Er mustert etwas argwöhnisch den Vogel und wird etwas lockerer. Also gut, eigentlich ist das ein hübscher Vogel. Ein fachmännisches Tierpräparat. Ich kann ihn an der Tafel festmachen und schon hat dieses Haus einen neuen Vogel, schätze ich. Er zögert. Also ich weiß nicht. Danke? Ja, ich sollte mich wohl bei Ihnen bedanken. Die Leute tun sich immer schwer, Geschenke anzunehmen, insbesondere Tierpräparate. Es gefällt ihm. Er mag das Kragenhuhn. Es löst sein Problem mit dem kaputten Vogel. Hierbei ging es hauptsächlich ums beschissene Ausdauertraining. Eine heftige Trainingseinheit. Wenn du so weitermachst, lebst du, bis du 90 bist. Oder du bekommst einen Herzinfarkt von der ganzen Lauferei. Ich bin zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben. Der Lieutenant nickt. Im Leben geht es um die kleinen Dinge, wie anderen Leuten irgendwelche ausgestopften Tiere zu bringen. Meint er das jetzt ernst oder sarkastisch? Eigentlich geht es im Leben um etwas anderes, aber es hat ihm gefallen. Na, wegen meiner Rechnung für heute Nacht. Haben Sie die 20 Real? Ja. 20 Real für die Übernachtung bezahlen. Gut, Sie können heute Nacht in Ihr Zimmer, aber nicht vergessen, morgen müssen Sie nochmal 20 Real bezahlen. Ja, Gart, auf Wiedersehen. Wunderbar, eine weitere Aufgabe erledigt. In diesem Sinn, ihr Lieben, werden wir uns jetzt der Küste zuwidmen. Zuwenden, wollte ich sagen. Der Küste widmen, beziehungsweise zuwenden. Oder auch zuwidmen, wie der Fachmann sagt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Abend oder Tag. Je nachdem, wann ihr diese Folge geschaut habt, lasst auf jeden Fall ein Abo hier in meinem Let's Play-Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn euch die Let's Plays gefallen, schaut doch auch mal auf meinen Hauptkanal, denn der bietet eigentlich Musik. Den findet ihr, wenn ihr auf meine Kanalinfo klickt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Abend und sage bis ganz bald. Tschüss, ihr Lieben.